Ja, was hier so fleißig herausquillt, das ist Cannstatter Mineralwasser. Guten Tag, liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, Freunde dieses Blogs. Ich bin heute in der Marktstraße und Sie haben es vielleicht schon sich gedacht. Hier steht einer auf einer Erbse, eine stilisierte Erbse. Und es ist der Erbsenbrunnen mit dem Erbsenbrunnenbübele mit seinem Schnäbbele. Und dahinter, es ist inzwischen ein weißer Bube, ist die Osiandersche Buchhandlung. Früher Weinstube Werz, auch eine Bank war mal drin, Nanunana war drin. Ja. Und dieser Brunnen wurde hier im Winter, also Jahresbeginn 1929, genaues Datum, aufgestellt. Und da unten ist sogar eine Tafel, die an diese Aufstellung erinnert und an die Geschichte des Erbsenbrunnens. Dieser Erbsenbrunnen ist aus Travertin gemacht, und zwar Travertin der Firma Lauster. Was für eine Bank, das können Sie dann unten im Kommentar nachlesen. Also Bank in dem Sinne, was für eine Lage. Vor einiger Zeit wurde er auch gesäubert und er hat eben diese witzige Figur obendrauf. Eine Figur des Stuttgarter Künstlers Fritz von Grävenitz. Jetzt kommt hier, das weiß man nie im Vorfeld, ein Transporter durch die Marktstraße. Lass man mal vorbei. Dinkelacker Bier, schon um die Zeit unterwegs. Das war jetzt der Werbeblock. Und Fritz von Grävenitz, der sein Atelier auf der Solitude hatte und wo man es heute auch immer noch besichtigen kann. Fritz von Grävenitz hatte den Auftrag vom Verschönerungsverein Cannstatt, diesen Brunnen zu gestalten. Es gab einen Wettbewerb, bei dem sie unter anderem auch der Künstler Pankok beteiligt hatte, der also in vielen wesentlich moderner war in den 20er Jahren als Fritz von Grävenitz, der eher einer etwas klassizistischen Form treu blieb, immer erkennbar blieb in seinen Figuren, auch wenn er es manchmal ein bisschen reduziert hat in der Form. Die Geschichte geht so, dass man oft sagt, das sei der Neffe von Fritz von Grävenitz, nämlich Richard von Weizsäcker, als kleiner Bub, eben dann auch mit seinem Schnäpperle. Und wenn ich Stadtführungen mache und ich hoffe, dass es bald wieder geht, dann stehen wir oft vor diesem Brunnen und schauen uns diesen Brunnen an. Und ich frage dann immer die Leute, was denken Sie, wie alt ist dieser Knabe da oben? Und dann frage ich sie, ist er 7 oder ist er jünger? Und die meisten sagen natürlich, der ist jünger. Das Verhältnis von Kopf und Körper, also vielleicht 2,5. So. Und Richard von Weizsäcker, geboren 1920 und vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben. Richard von Weizsäcker war halt, als der Brunnen überhaupt zum Thema wurde, 7 Jahre alt, und so sieht kein 7-Jähriger aus. Tatsächlich hatte Fritz von Grävenitz damals eine Tochter, die etwa 2,5 war. Und er hatte diese beiden Neffen, die beiden später jeder auf seine Weise berühmten Neffen, der eine ja dann Bundespräsident von Deutschland mit der von der Bundesrepublik Deutschland mit dieser besonderen Rede zu Kriegsende 1985, 40 Jahre danach. Mit diesen Neffen hatte er immer wieder auch gezeichnet. Und was er gemacht hat, ist einfach, er hat also aus allen 3 Kindern aus Studien diese Figur entwickelt. Richard von Weizsäcker erinnerte sich, dass er seinem Onkel mal Modell gestanden war für einen anderen Brunnen, aber das war ein Brunnen in Stuttgart und er war auch schon deutlich älter. Der Richard von Weizsäcker war um die 10 und dieser Brunnen ist leider nicht erhalten, nur durch Fotografien überliefert. Dieser Brunnen ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das können Sie dann unten nachlesen. Ja, und dieser Brunnen hier wurde also 1929 im dritten Versuch dann fertig. Dritter Versuch deshalb, weil Travertin auch Löcher haben kann. Und Fritz von Grävenitz musste 3-mal ansetzen. Nun war es so, dass er die Figur dann schließlich im Januar 1929 fertig hatte. Und da wurde dann hier eine schöne Einweihung gemacht. Und es gibt Fotos, wo auch das Ganze noch verhüllt ist. Und dann eben im Frühjahr, im Januar dabei
eiseskalt, ich glaube es war minus 13 Grad, wurde ihm das Verhüterli dann abgezogen. So, im Hintergrund hören Sie ja auch ein Kind. Und es gibt auch eine hübsche Geschichte noch zu einem Cannstatter, der jetzt vor kurzem verstorben ist. Ein guter Bekannter von mir, Hugo Kost. Und Hugo Kost, er sagt immer, er war das kleine Brüderle vom Erbsengrund. Denn seine Eltern hatten sich bei der Einweihung kennengelernt. Sein Vater war im Gesangverein, war die Harmonie. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, es kann auch ein anderer Gesangverein gewesen sein. Concordia oder was auch immer. Und die Mutter, die war halt eine der Töchter aus der Weinstube Werbs. Und da hat es dann geschnackselt, auch wenn man so im Schwäbischen nicht sagt. Und dann ein paar Jahre später kam der Hugo als einziges Kind dieser Verbindung auf die Welt. Und er wurde dann auch hier in der Brunnenschale oft gebadet. Ja, der Brunnen selber ist im Laufe der Zeit manchmal also zerstört worden. Schnäckerle wurde abgeschossen nach dem Zweiten Weltkrieg. Man sagt von einem amerikanischen Soldaten. Dann wurde die Figur in den 50er Jahren wieder ergänzt. Ja, und so steht sie halt heute auch noch da. Und die Geschichte ist so, dass also man die Kinder zum Erbsenbrunnen schickte oder die Mägde und dass sie eben dort das ziemlich weiche Wasser der Kühlbrunnenquelle geholt haben, dass man gut Erbsen kochen konnte ohne Beigeschmack. Und seit vielen Jahren aber ist hier die Kellerbrunnenquelle diejenige, die auch den Erbsenbrunnen speist. Ja, ein sehr gutes Trinkwasser, das sich viele Leute gerne hören. Holen. Es ist noch zu früh, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich wünsche Ihnen was. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Schulze und auch nochmal einen Gruß vom Erbsenbrunnen-Bibele.